Leute, was geht denn? Und herzlich willkommen zurück bei der mittlerweile dritten Folge der Pokémon Nuzlocke Challenge. Gleich einmal am Anfang drei wichtige Sachen. Punktero numero uno. Ich habe some much needed grinding gemacht. Und zwar auf unseren Pokémon. Und zwar ist jetzt dann Plapatsch. Ja, ich weiß, ich habe ihn Plapatsch getauft und nicht Plaplatsch, wie ich in der letzten Folge gedacht habe, aber auf jeden Fall ist Plapatsch jetzt einmal auf Level 6. Ich habe Brutzel auf Level 9 ein bisschen hochgegrindet und ja, der Rest ist eigentlich wie gehabt. Fleffe Level 10 und Sturzflug Level 9. Brutzel hat eigentlich nichts gelernt, bis auf Ladevorgang, was eigentlich Special Verteidigung ein bisschen erhöht, glaube ich. Ja, über Plapatsch müssen wir nicht drüber gehen. Lernt nichts außer Platscher. Wie wir alle wissen. So, Punkto Numero 2. Die folgenden, damit ich richtig zeige, wieder die folgenden Pokémon-Sprites da unten in der letzten Folge waren ein bisschen auf Crack. Ist halt daran gelegen, dass ich Videos von Sprites in 10 FPS gehabt habe und dann mit dem Schneidprogramm das Ganze auf 60 FPS abgespeedet wurde und dann das daraus resultiert hat, dass diese Gamesprites absolut sauschnell waren und absolut on crack waren. Ja, und das dritte, was sich verändert hat, wir haben Game Sound. Wow, weil dieser sehr, sehr dümmliche Mensch hier hat vergessen, in den ersten zwei Aufnahmen, die ich eigentlich gleich hintereinander aufgenommen habe, hat vergessen, den Game Sound einzuschalten, beziehungsweise er war eingeschaltet. Das habt ihr beim Rival Fight gesehen, dass ich ein bisschen mitgejammt habe. Ja, war aber auf eine falsche Spur gelegt, deswegen habt ihr leider keinen Gamesong gehört. Ja, dementsprechend sollte es jetzt dann wieder funktionieren. Jetzt könnt ihr mitjammen mit mir bei den ganzen Fights und wir haben eine Menge vor heute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dann auf Route 203, genau, holen uns unseren nächsten Encounter und fighten ein paar Battle. Dementsprechend, ist es schon der erste Trainer? Nein, es ist noch nicht der erste Trainer. Beim Grinding ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe dreimal Tränke sogar einsetzen müssen, weil mich ein Bidizer, unser Dumm-Look-Syndrom-Pokémon, entschieden hat, mich nochmal zweimal unlucky zu critten und mich ins Rote zu bringen. War knapp, ist sich alles ausgegangen. Kein Pokémon weggestorben, Gott sei Dank, noch nichts auf dem Himmel. Und ja, ich werde ein bisschen Switch-Training machen. Also jetzt holen wir uns mal unseren ersten Encounter. Hoffen, dass es keine Species Claws ist. Na schau. Es teleportiert. Fuck. Okay, überlegen. Abra hat Teleport und sonst nichts anderes auf dem Level. Das heißt, ich muss gleich einen Ball werfen. Aber Premierball oder Pokéball? Abra und Kadabra und Simsalawat, echt mega nice, wenn wir das kriegen würden. Aber wir haben noch keine Superbälle. Probieren wir es mit dem Premierball. Geht schon. Bleib drin. Nope. Nein! Not even close. Okay. Nein! Well, das war der Encounter auf der Route. Oh Mann. Wow, ein Pokéball. Jetzt schaue ich noch geschwind nach, ob es Superbälle gegeben hätte, aber ich glaube nicht. Das Problem ist mit Abra, es hat leider nur Teleport auf den ersten paar Leveln. Das heißt, warum gehe ich ins Pokémon Center? Das heißt, ich habe wohl über übel einen Ball werfen müssen, aber das not even ein Tick, das wenigstens close gewesen wäre. Können wir uns gleich nochmal ein paar
Tränke holen. Ich glaube, 3 habe ich verbraucht. Ja. Und ein paar Gegengift. Warum nicht? Dann 2 Gegengift. So, und jetzt schauen wir, ob es noch Superbälle gegeben hätte. Ich glaube aber nicht. Es hätte einen Heilball gegeben, aber der ist, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, genauso stark wie ein Pokéball. Es heilt nur die Pokémon gleich, wenn man es ins Team kriegt. Und er schaut echt nicht schön aus. Also, finde ich, da gibt es Besseres. Na dann, ab zum ersten Trainer. Zirputz und Zubat. Zubat hoffe ich, dass wir dann in der Höhle dann Richtung Erzlingen kriegen. Weil Zubat ist ein mega cooles Pokémon. Jetzt habe ich aber ein Problem. Oh fuck. Ich muss hier zu Fleffe, weil Zirputze hat Geduld und ich weiß nicht, ob meine Pokémon... Oh Gott. Ob meine Pokémon das überleben. Wait. Es ist ein One-Shot, Gott sei Dank. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass Zirputze das überleben. Ah, guter Switch. Natürlich, wir wechseln nicht. Und eigentlich brauchen meine anderen Pokémon noch ein wenig grinden. Das Ding hat Blutsauger, glaube ich, nur auf den ersten Leveln. Das wäre Käfer. Das heißt, ein bisschen Switch-Trading zu Plapatsch. Und ich sag's euch, Plapatsch hinauf zu trainieren ist ein absoluter Pain in the ass, weil für alle Leute, die es nicht wissen, es gibt sogenannte Levelkurven in den Pokémon-Spielen und Levelkurven sind dazu da, dass manche Pokémon, die eben von den Stats her ein wenig stärker sind, solche Pseudo-Legendaries wie Knackrack und so weiter, was wir dann hoffentlich auch noch in der weiteren Nuzlocke finden werden, in Secret Cave oder Pizarre Höhle, irgendwie so in die Richtung, haben andere Levelkurven. Das heißt, sie brauchen mehr XP. Oh Gott, Verwirrung. Sie brauchen mehr XP, um Level aufzusteigen. Und ob Gyarados ist von der Levelkurve sehr hoch, weil es eins der stärksten Pokémon ist in Pokémon Platin. Aber das Problem ist, Carpador, so schwach es auch ist und dass es nur Platscher. Oh Gott, schon wieder vor Verwirrung selbst. So, wait, das hat 8 Damage gemacht, glaube ich. Ja, Volltreffer auch, 8 Damage. Wir wechseln lieber raus. Wir wechseln lieber zur Brutzel. Und, ja, wo war ich? Gyarados, genau. Und Carpador hat leider Gottes, die Vorentwicklungen haben leider Gottes dieselbe Levelkurve, deswegen habe ich Brutzel und Paplatsch gleichzeitig trainiert. Nur wie ihr seht, Brutzel ist mittlerweile auf Level 9 und Paplatsch ist erst auf Level 6. Alter, Verwirrung durchgehend, ich sag's euch, das ist ekelhaft as fuck. Gut! Das wäre der erste Trainer gewesen. So much needed XP. Wir sind ein bisschen überlevelt, aber ich glaube, das macht nichts. Wie ihr gesehen habt, so ein einfaches Zubat kann uns ziemlich mit Superschall ziemlich leicht ausschalten. Vor allem, wenn dann unser Starre Lili entscheidet, dass es zweimal hintereinander sich selbst angreift, im Gegensatz zu den Gegner. Was ich bis heute nicht verstehe, wie kann man, ich meine, gut, wenn man verwirrt ist, ist völlig okay, aber wie kann man sich selbst angreifen? So, ich schlag mich jetzt selbst, au, das tut weh. Ah, ich glaube mal, nochmal, au, das tut nochmal weh, gleich nochmal selbst schlagen. Ja. Und dementsprechend. Das mit Abra macht mich gerade ein wenig fertig, muss ich ehrlich sagen. Das ist nämlich keine neue Route, glaube ich. Das Ding hat ein Macholo auf 7 oder 8, glaube ich. Shinux.
Okay, dann war das doch noch nicht der Trainer. Weil ich glaube, der nächste Trainer hat dann irgendwo einen Macholo auf Level. Okay, dann war das Shinox auf Level 8. Gut. Machen wir ein wenig Fleffe. Ist, wie ich schon im vorigen Teil gesagt habe, Fleffe ist so immer ein kleiner Tick, dass die Starter zwei Level höher sein müssen als der Rest vom Team. Keine Ahnung warum, das habe ich mir von meine Rivalen abgeschaut, weil die haben das einmal, dass eben der Starter zwei Level höher ist. Und ja, also dementsprechend habe ich das immer mir als Tick angewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Dass mein Starter ebenfalls zwei Level höher ist. Plapatsch, Level 7. Ach, das wird trotzdem richtig mies werden, weil... So. Da kommt jetzt das Macholo, glaube ich, auf Level 8. Und dann haben wir noch eine Trainerin mit Anton, mit Knospi und mit Bidiza und Staralili, glaube ich, Level 4. Die kommt dann auch noch. Und dann können wir schon in die Höhle gehen, in die nächste Höhle und uns den nächsten Encounter sichern. Da ist das Macholo. Und da hoffe ich, dass es kein... Ich weiß, dass es Geodude auf Englisch ist, aber... Kleinstein, genau, Kleinstein ist das. Hier kommt der Fußkick. Macht nicht so viel Damage. Flügelstark, sehr effektiv. Kein One-Hit-KO, aber Sturzflug, der absolute MVP hier. So, Sebastian. Ja, die reden schon die ganze Zeit von der Arena. Und die Arena, die wir als erstes fighten müssen, für alle, die Pokémon Platin nicht kennen, ist die Gesteinsarena. Ja. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir eigentlich nichts gegen die Gesteinsarena, was ziemlich blöd ist. Aber wenn wir Glück haben, finden wir... Entweder ein Anton auf der Route oder wir finden ein Macholo auf Obererzlingen, also ober den nächsten Dorf ist auch noch eine Route, wo wir uns einen Encounter sichern können und da, so, wir brauchen ein bisschen Grinding, machen wir Brutzel und da kann man ein Macholo finden, kann man aber auch ein Ponita finden, was eins der wenigen Feuer-Pokémon die man wild finden kann. Und da hoffen wir einfach auf ein Macholo, damit es uns ein bisschen den Arsch rettet bei der ersten Arena. Dann werden wir uns noch ein Gesteins-Pokémon fangen, aber das Gesteins, hoffentlich wird es ein Onix. Weil das Onix brauchen wir dann für einen weiteren Kampf, aber der kommt dann erst sehr später. Wer sich wundert, dass wir die ganze Zeit Switch-Training machen, es ist halt, ich will halt nicht, dass ich dann Plapatsch in einem trainieren muss. Von Level 6 auf Level 20, glaube ich, entwickelt es sich sogar alles. In einem durch. Da machen wir jetzt einmal ein bisschen Switch-Training. Und ja. Ruckzuck-Hieb. Über irgendein Thema wollte ich noch mit euch reden oder wollte ich... Ja, genau. Und zwar kann man, wenn man ein Macholo hat, eben, wie ich gesagt habe, Obererzlingen ein Macholo fängt, kann man das Ganze gegen ein Abra eintauschen. Also, wäre es nicht so... Ah, ist sogar Knospi. Ist es nicht so schlimm gewesen, dass wir kein Abra gefangen haben?
nur ich werde die Regel einführen, oder das steht auch immer unten in die, unten habe ich die Regel noch einmal, in der Videobeschreibung habe ich die Regel noch einmal angeführt. Und zwar sind Tausch-Pokémon nicht erlaubt. Hingegen statische Encounter, statische Encounter ist, wenn man zum Beispiel wie das Legendary das Pokémon erst anspricht und dann das Ganze in ein Battle verwickelt, die kann man immer fangen, Shinies kann man immer fangen, falls ich so glücklich sein sollte und in ein Shiny hineinrennen sollte. Was ich hoffe, aber glaube ich, was nicht passieren will, weil die Shiny Raid ist bis zur Generation 4, glaube ich, noch 1:8192, wenn ich das richtig habe. Aber wenn man das Glück hat, ein Shiny zu begegnen, dann kann man es natürlich fangen. Und statische Encounter, wie zum Beispiel auch Rotom in das, was ich mir sicher holen werde, Rotom in der Villa, in der Geistesvilla im Ewiggenau-Wald, ungefähr so in die Richtung, werde ich mir auch noch holen. Aber wie gesagt, Trade Pokémon wie Abra gegen ein Macholo werde ich nicht erlauben. Wait. Ja, meine lieben Freunde, I'm very sorry, aber ich Idiot habe vergessen, mich an meine eigene Regel zu halten. Ja, aber können wir leider nicht mehr probieren zu fangen, weil der erste Encounter ist leider weg. Und zwar habe ich mich nicht an meine Regel gehalten, dass wir weiterkämpfen, anstatt zu wechseln. Ich Dummbatz. Also heute setze ich mir meinen Clown. Schon wieder ein Abra, was ist denn das? Also, du gibst es mir aber echt, dass ich dich nicht fangen habe können, was? Ja, I'm very sorry. Ich bin es halt nicht gewohnt, so zu spielen und muss mir das erst ins Gehirn eindrillen, dass ich nicht wechsle. Ach Gott, ich bin so dumm. Gut. Das wären die Trainer gewesen. Ihr merkt ja, die ersten Folgen sind ein wenig entspannter. Eigentlich nicht viel zu tun. Hin und wieder nur Switch-Training. Und dann, wenn wir später auf die höheren Level kommen mit die Arena-Leiter. Der erste Arena-Leiter wird eher ein Problem werden. Aber da Rock eh auf Level 14 ist so weiter, die hat glaube ich ein Enton, wenn ich mich recht entsinne. Da Rock eh auf Level 14 ist, haben wir eine Notlösung und zwar kann ich meine Fleffe auf Level 16 trainieren, wo es sich dann zu Papyro weiterentwickelt. Und dieses Papyro lernt dann Temposchub, ein Priority Move. Und den kann es dann, das haben wir dann auch sehr effektiv bei unserem Arena-Leiter. LOL. Okay, das Viech hält mehr aus als gehofft. Natürlich miss ich Tackle. Ach Gott. Okay, wir werden switchen müssen, weil wenn das jetzt ein Crit ist, sterbe ich und ich habe keinen Bock, Brutzel zu verlieren. Ja, das wäre eben die Notlösung für das Gym Battle, aber schauen wir mal, vielleicht kriegen wir sogar Macholo oder Zubat, jetzt dann das Problem ist. Und dann die nächsten paar. Die und diese Crits. Das kommen immer so unerwartet. Ich meine, locker ausgehalten, kein Grund zur Befürchtung, aber trotzdem. Nice. Sehr schön. Aber trotzdem, wenn so Crits so absolut
unvorhersehbar kommen, schreckt es mich doch immer ein wenig. Warum so viele Encounter? Shinox, ja, genau, ich habe mir ein bisschen die Wesen, die Fähigkeiten von meine Pokémon angeschaut. Carpador hat... Ich weiß zwar nicht, wie die Fähigkeit heißt, aber... Schutz, nice. Und zwar Carpador hat die Fähigkeit, dass es im Regen schneller ist, dass die Initiative im Regen steigt, was ziemlich nice ist. Das heißt, wir können uns, wenn es einmal brenzlig wird oder wenn es vonnöten ist, können wir uns auf Regentanz, können wir Regentanz-Strategies machen und so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir noch einmal hier ins Pokémon Center zurück und dann würde ich sagen, holen wir uns unseren nächsten Encounter, was ich hoffe, dass ich ein Zubat finde, weil dann werde ich nämlich Folgendes machen. Und zwar werde ich dann leider Gottes Sturzflug kurz auf die Bank setzen. Und weil ich habe mittlerweile schon so oft Staraptor in meine Pokémon Playthroughs gehabt und ich will einfach mal ein bisschen Variety reinbringen und ich habe Zubat, glaube ich, eh noch nie benutzt, also X-Bat, glaube ich, habe ich sogar noch nie gehabt und werde dann eben Golbat und X-Bat verwenden. Muss eben nur schauen, dass ich, also dass dann Zubat mein Flieger Pokémon wird. Bidizer Level 7 sogar. Okay, hab nicht gewusst, dass es die Pokémon hier schon auf Level 7 gibt. Für den Encounter werden wir das so machen, dass wir, weil wir eben nicht trainieren, Sturzflug vorne bringen. Der gibt uns, glaube ich, Zertrümmern. Weil wir... Ich bin so übrigens so froh, dass ich das in den neuen Pokémon-Spiele rausgegeben haben, dass wir VMs brauchen für eben Steine zertrümmern und für Fliegen und für Kraxeln. Das haben sie Gott sei Dank rausgenommen. Das war, glaube ich, das letzte Mal in der 6. Generation, dass das noch gegeben ist. So, schauen wir mal, was wir für einen Encounter finden und hoffentlich fangen wir nicht unseren letzten. Gibt es da noch? Okay, normalerweise habe ich immer das Glück. Well. Wer ist denn da gut? Das Problem ist, die haben Gesteins-Pokémon alle. Oh Gott, ich bräuchte echt irgendetwas. Oder haben die so Zubats? Oder haben die schon Kleinsteins? Ich weiß gerade nicht. Ob sie nicht Zubats, na, Starra Lili sogar. Never mind, ich bin einfach dumm. Ein paar Gluts und das sollte ausreichen. Dann sind wir Level 11. Dann hoffentlich kriegen wir unseren Encounter. Hoffentlich. Schauen wir mal. Was ich euch auch noch sagen kann. Was übrigens auch als Encounter zählt, ist in den Städten. Sprich, wenn man in den Städten Seen hat und man angelt da drin, zählen diese als eigene Encounter in den Städten. Was ziemlich nice ist, weil man sich da ein paar Pokémon noch weiter fangen kann. I mean, falls es was anderes zum Fangen gibt, außer Carpador, was ich hoffe. Was ich aber, glaube ich, nicht glaube. Schauen wir mal. So, Fleffe, 90 EP. So, aber die nächste sollte jetzt ein Zubat haben, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Na komm, wo bleibt der Encounter? Da ist er. Und Zubat? Anton! Sage ich nicht nein. Das heißt, wir hätten unser Wasser-Pokémon für... Ein Kratzer sollte es nicht töten. Bitte töte nicht. Okay. Hält sogar noch einen zweiten Kratz aus. Das heißt, wir haben unser Wasser-Pokémon, was uns die Steinarena, die kommende Steinarena,
Steinarena um etliches einfacher macht. Finde ich gut. Beschwer mich absolut nicht. Und wir müssen wieder natürlich einen Spitznamen vergeben. Und wir könnten eine Ente nicht besser nennen. Es wird unser Donald. Ich glaube, eine Ente kann man nicht besser nennen als Donald. Natürlich nicht unser lieber Ex-Präsident, sondern wirklich Donald Duck. Geht sich Donald Duck aus? Na, ja, wir bleiben bei Donald. Donald ist cool. Donald. Wer sich übrigens fragt, was der Typ hier meint mit wir brauchen ein Wasser-Pokémon für die Steinarena, du hast doch eher ein Carpador. Ja, das Problem ist, dass Carpador erst ab Level... Was ist das jetzt für gruselige Musik? Dass Carpador erst ab Level 20 die erste Wasserattacke lernt und bis Level 20 trainieren wird jetzt ein bisschen zu viel. Das wäre dann Überleveling, weil dann wäre ich 6 Level über. Kein Zubat? Okay. Na dann. Warum ist ein Bidiza, oh Gott, warum ist ein Bidiza eigentlich so tanky? So bulky. Die halten so viel aus. Ein kurzer Linser auf die Aufnahmezeit. Wir sind schon bei 26 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt noch in... Erzlingen? Wir werden jetzt noch in Erzlingen, da kommt dann das, glaube ich, wieder. Oder ist der Rival Talk erst nachdem man den Arenaleiter besiegt hat? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass uns... Lol, 111? Nice. Ich weiß auf jeden Fall, dass uns ein kleiner Youngster jetzt dann die Arena erklären wird. Dum, 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 dum. Wunderbare Musikauswahl in Pokémon Platin, finde ich, aber die coolste Musik in dem ganzen Spiel, finde ich, ist mit unter anderem ewig genau, also die, wo die nächste Arena ist, die ist nämlich echt so richtig beruhigend. Finde ich cool. Ah ja, in der Mine natürlich. Damit die Folge nicht so langweilig ist, würde ich sagen, wir holen uns noch unseren letzten Encounter für die Folge. Und dann werde ich es so machen, dass ich glaube, Rock, dann werde ich ein bisschen grinden wieder. Weil, wie gesagt, Rock hat sein stärkstes Pokémon auf Level 14. Das heißt, ich werde schauen, dass ich Donald hinauftrainiere, dass ich die restlichen mit Teammitglieder auch hinauftrainiere, so auf Level 15, Level 14. Also Fleffe vielleicht auf Level 16. Ich glaube, das zählt noch nicht als überlevelt. Aber jetzt nochmal zu unserem letzten Encounter. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Na, hoffentlich stürzt das Game nicht gleich ab. Ein Macholo. Na schau. Also wäre die Arena gar kein Problem gewesen. Jetzt dann mit Donald und mit unserem Macholo, was wir hoffentlich kriegen werden. Kein Problem für die nächste Arena. So, Energiefokus. Das Ding hat schon Fußkick, glaube ich. Jetzt kein Crit. Nice. Das Ding hat Fußtritt. 6 Damage, also 2 Fußkicks oder ein Crit halte ich noch aus. Aber ich glaube, das sollte passen, dass wir das Ding jetzt empfangen. Nein! Okay. 1. Das ist das erste Pokémon, was uns, glaube ich, nach Abra natürlich, was uns entwischt.
Oh Mann, das Abra tut mir echt noch weh. Ich hätte echt gerne ein Kadabra für die kommenden Arenen. Macholo. Und ich weiß auch schon genau, wie wir das Macholo nennen. Und zwar... Kampfprotz. Ja, natürlich. Und zwar wird unser Macholo, unser Jackie, natürlich nach dem wahnsinnigen und sehr talentierten... Schreibt mal Jackie so? Jackie Chan? Ich schreibe jetzt einfach Jackie Chan, wie ich glaube, dass man schreibt, für alle. Ja, ist ja egal. Warum ist Jackie... LOL. Okay, ist wieder weg. Gut. Das, was ich währenddessen ein bisschen offline machen werde, ist upleveln. Und die Trainerkämpfe unten in der... Obwohl, wisst ihr was? Wir holen uns doch noch einen Encounter. Und zwar holen wir uns in der Orbrick-Mine, den Pokéball hole ich mir später, hole ich uns in der Orbrick-Mine noch einen Encounter. Und dann war es aber wirklich für heute. Dann geht die Folge geht eh schon über 30 Minuten. Will ich ein bisschen was rauskürzen. Na, was tue ich? Erzlingenmine. Encounter, Encounter, Encounter. Werde ich ein bisschen was rauskürzen, dass die Folge nicht gar so langweilig ist. Und dann sehen wir uns eigentlich schon. Zubat! Gut, kein Gesteins-Pokémon, aber wie gesagt, gegen... lol. Gegen Zubat habe ich auch nichts. Are you sure about that? Dann werde ich... Well, das war's mit unserem Zubat. Oh Mann. Why? Warum? Das ist keine. Da, das ist keine. Das ist immer noch die Erzlingenmine. Gut. Dann würde ich sagen, wir beenden mit diesem unglücklichen Fall, mit unserer zwei verpassten Encounter, heute die Folge. Und ich werde ein bisschen offline grinden und Rock holen unten, weil das ist echt eine Prozedur. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim Eingang der Arena wieder. Ciao, ciao. Natürlich, dass ich das irgendwann einmal hinkriege. Liken, subscriben, glockt den Kanal. Daumen auf die Glocke. Und wir sehen uns hoffentlich ohne Zwischenfälle vor der Erzlingen-Arena wieder. Ciao, ciao.